Nachdem sie erfolgreich, wie in den vorhergehenden Video bereits schon beschrieben, ihren Brother QL-Drucker installiert haben, den BPEC-Client installiert haben, damit die Kommunikation von Wabi zum Brother-Drucker funktionieren kann, möchte ich nochmal kurz anreißen, in der Hilfe von Wabi Profi 3 einfach mal Brother eingeben und dann Etiketten über Brother drucken. Hier finden Sie die Laufzeitumgebung zu der Brother Homepage. Okay, ist aber im vorhergehenden Video schön beschrieben. Haben Sie nun Etiketten angelegt und natürlich in den Systemeinstellungen, verweise ich nochmal drauf, in den Systemeinstellungen unter Hardware, Drucker, gesagt, dass zum Beispiel Artikeletiketten, Adressetiketten, wie auch immer, oder beides natürlich, geht auch über den Brother QL Etikettendrucker gedruckt werden sollen, dann tragen Sie das in den Systemeinstellungen einfach ein. Nun, und wir bleiben jetzt mal bei den Artikeletiketten, gehen wir auf Etiketten drucken. Sie haben nun Ihre Etiketten vor sich, die Sie zum Ausdruck vorbereitet haben oder markiert haben. Sie müssen einmalig Ihre Felder konfigurieren. Sie klicken dazu oben in der Menüleiste auf Konfiguration und Felder deklarieren. Wenn Sie, oder andersrum, hier haben wir nun Etikett auswählen. So, Artikel Wabi 3, also Wabi 3 unterstrich Artikel Brother Etikett 1, 2 und 3. Das heißt, wir geben schon mal drei Etiketten vor, die Sie bearbeiten oder verändern könnten. Wir wählen einfach mal Etikett 1 aus. Nun sage ich Preisetikett bearbeiten. Was passiert noch? Was passiert nun? Wabi macht jetzt Folgendes. Er sagt PTouch Editor, macht dieses Etikett auf und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, dieses Etikett nun zu bearbeiten. Und das ist echt cool, weil Sie können das Layouten Ihres Etiketts allein im PTouch Software vornehmen. Das Einzige, wozu Sie oder wofür Sie Sorge tragen müssen, ich mache das mal ein bisschen kleiner, ist, dass die Kommunikation funktionieren kann. Das heißt, Sie müssen einer gewissen Konvention folgen. Wenn wir die Wabi, das mache ich jetzt mal so, mache ich den PTouch nochmal auf, vielleicht kann man es dann besser sehen. Wenn Sie haben wollen, dass die Artikelnummer ausgedruckt wird und Wabi nach einem Feld in der PTouch-Software, also im Etikett, suchen soll, das sich unterstrich Artikelnummer nennt, dann müssen Sie sicherstellen, damit dieses Feld unterstrich Artikelnummer auf beiden Seiten vorhanden ist. In Wabi haben Sie die Möglichkeit, durch die rechts nebenstehende Checkbox neben der Textbox zu entscheiden, ob dieses Feld beim Ausdruck ausgedruckt werden soll. Wenn das Häkchen gesetzt ist, muss auf der linken Seite, also im Wabi, die Bezeichnung für das Feld der Artikelnummer stehen und auf der rechten Seite im PTouch natürlich auch. Im PTouch bitte auf hier die Karteikarte Professional unten wechseln, wenn Sie es noch nicht gewechselt haben. Und dann haben Sie die Möglichkeit, per Rechtsklick auf ein Objekt zu klicken. Bei den Eigenschaften, okay, sollten wir jetzt eigentlich genau in der Karteikarte erweitert den Objektnamen stehen haben. Und das ist wichtig. Der Objektname muss mit dem Namen vom Wabi übereinstimmen. Andersrum, im Wabi geben Sie den Objektnamen an. Objektname, Artikelnummer, im PTouch Editor auch Objektname unterstrich Artikelnummer. Wie gesagt, Sie können jederzeit in der PTouch Software dieses Objekt natürlich verändern, wie Sie wollen. Und es hat jetzt an dieser Stelle gar nichts mehr mit Wabi zu tun, sondern im PTouch Editor können Sie alle Funktionen nutzen, die Ihnen speziell diese Software bietet, zum Etiketten designen, gestalten, verändern. Machen wir ein weiteres Beispiel. Wenn Sie sagen, ich will zum Beispiel ein Objekt einfügen, was nicht auf diesem Etikett vorhanden ist, wozu Sie aber in Wabi die Möglichkeit hätten. Und ich sage jetzt mal Artikellänge zum Beispiel. Haben wir die schon drin? Nein. Wenn Sie sagen, ich will die Artikellänge im Etikett haben, dann setzen Sie natürlich in Wabi das Häkchen. Soweit so klar. Und nun müssen Sie sicherstellen, dass im PTouch Editor natürlich auch das Feld Artikellänge vorhanden ist. Ich persönlich mache gern 1, ich kopiere mir das, Steuerung C, und füge das dann im PTouch Editor ein. Dazu klicke ich auf diese Tool-Leiste, wo ich sage, ich brauche ein Textfeld. So, dann klicke ich hier mal irgendwo hin und dann mache ich Steuerung V. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich gebe dem Textfeld bereits einen Inhalt. Und zwar der Inhalt sollte, oder das empfehle ich Ihnen an dieser Stelle sehr eindringlich, genauso sein wie der Objektname.
Dabei, also wenn Sie das so tun, vermeiden Sie jede Komplikation und es gibt keinerlei Missverständnisse zwischen Wabi und der PTouch-Software. Wenn Sie das getan haben, klicken Sie auf das Objekt mit der rechten Maustaste und sagen Objekteigenschaften hier unten. Nun geben Sie bei Objektname natürlich nicht den Namen ein, den die PTouch-Software vorgibt, sondern Sie machen jetzt einfach wieder STRG-V, weil wir haben es ja vorher kopiert, und geben den Objektnamen ein. Somit haben Sie das Feld in der Wabi, den Objektnamen Artikellänge, in PTouch übertragen und Sie haben auch den Textinhalt als Artikellänge benannt. Somit ist eindeutig gewährleistet, damit die PTouch-Software oder Wabi diese Informationen austauschen kann. Um das Layout oder dieses Design zu bearbeiten, zu verändern, beschäftigen Sie sich bitte mit Ihrer PTouch-Software. Denn, wie gesagt, nochmals, das hat jetzt hier nichts mehr mit Wabi Profi 3 zu tun. Also das heißt, ich mache jetzt mal das Objekt einfach ein bisschen kleiner. Ich sage jetzt mal, das ist Schriftgröße 10, sehen Sie es? Also das kann man alles irgendwie anpassen. Und dann nehme ich das Objekt und schiebe es mal irgendwo daher. Ist doch egal. So. Jetzt haben wir das Objekt eingefügt und das Ganze können Sie natürlich speichern. Datei speichern. Eingeschaltet werden, ja, wollen wir. Okay, so, in der Regel haben wir jetzt das Etikett verändert und es sollte auch jetzt funktionieren. Ich sage jetzt hier mal schließen und nun sage ich mal, jetzt soll man das Ganze drücken, markiertes Etikett drucken. Cool, jetzt habe ich das Etikett ausgedruckt bekommen, wir haben die Veränderung da, so wie es eigentlich sein soll. Und so können Sie hier Ihre PTouch-Etiketten jederzeit editieren, bearbeiten, verändern und von Wabi Profi 3 aus auch fernsteuern. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und zum Schluss bitte nochmals der Hinweis, wie die PTouch-Software funktioniert, bitte auch in der PTouch-Software nachlesen.